Hallöchen, mein Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Baby-Countdown. Ich dachte mir, Sachen, die ich bei meiner großen Tochter alles so nicht gemacht habe, nicht geschafft habe, mache ich jetzt. Nämlich so ein Baby-Countdown-Vlog. Vlogs, mal gucken, wie viele Vlogs es nachher werden, bis das Baby eben kommt. Das heißt, ich nehme euch jetzt fast jeden Tag mit. Also je nachdem, wie es mir geht, je nachdem. Ja, was wir so machen, damit es auch nicht allzu langweilig wird für euch. Und dann seht ihr, was wir so machen, kurz vor der Geburt noch. Und natürlich dann nachher, wenn es losgeht. Ja, ich bin super gespannt, wie viele Vlogs da kommen. Und was da so noch passiert jetzt die letzten Wochen. Also tatsächlich haben wir nicht mehr so viel vor. Und ich möchte mir auch nicht mehr so viel vornehmen. Ich war jetzt eben gerade 30 Kilometer von zu Hause entfernt und habe mir eben gesagt, okay, das war jetzt so die letzte große Tour, die ich alleine mache mit Lia. Genau, ich bin jetzt in der 37. Woche und ja, in 2 Wochen ist Lia schon gekommen. Also es könnte jeden Moment losgehen. Und auch mein Frauenarzt hat gesagt, fahren Sie bitte nicht zu weit weg von zu Hause alleine, falls es losgeht, kein Auto mehr fahren. Und das heißt, ich müsste dann dort vor Ort warten, bis Felix erstmal von der Arbeit kommt. Und dann steht mein Auto da und ach, das ist mir alles zu so tüdelig. Genau, und ich möchte jetzt die Restzeit entspannen und den Rest vorbereiten und mich einfach aufs Baby freuen, mich auf die Geburt vorbereiten. Genau, und dann nehme ich euch jetzt einfach so ein bisschen in den Vlogs hier mit. Natürlich werdet ihr noch ganz, ganz viel Babysachen sehen, denn ich bin hier jeden Tag im Babyzimmer am Umräumen und Umsortieren, weil ich irgendwie nie zufrieden bin und immer irgendwas anfassen muss. Genau, aber das ist ganz normal, der Nestbautrieb. Ja, also ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Vlog und dann schauen wir mal, was wir heute so machen, beziehungsweise die nächsten Tage. Heute steht nicht mehr so viel an, ich bin jetzt auch völlig geschafft. Ich war jetzt gerade noch mit Lia einkaufen auf dem Rückweg. Und ich habe mir echt überlegt, okay, mache ich das jetzt oder fahre ich nach Hause? Weil es geht mir heute echt nicht so gut. Also irgendwie habe ich total Übelkeit, Magenschmerzen richtig. Ja, Lia ist auch richtig anhänglich, sodass ich echt dachte, okay, geht's jetzt heute los? Weil Lia so mega anhänglich ist und ich mich heute einfach so komisch fühle. Also wenn es heute losgeht, würde es mich absolut nicht wundern. Also ich habe es wirklich im Gefühl, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube schon, na, ich habe es im Gefühl, es wäre nicht komisch, wenn es losgeht, aber ich glaube es nicht. Ja, das wäre einfach zu einfach, wenn ich das dann auch noch am Vormittag wüsste, ja. Heute Abend geht's los. Nee, also mir geht es halt einfach nicht so gut. Ich bin gespannt, was ich heute überhaupt irgendwie noch so auf die Beine gestellt bekomme. Ich habe natürlich wieder eine volle To-Do-Liste und habe auch noch einiges zu tun vor der Geburt. Ich wollte noch einige Aufträge abarbeiten, dass ich dann wirklich, wenn die Kleine kommt, dass ich erstmal runterfahren kann. Ja, das Babyzimmer ist auch alles andere als ordentlich. Ihr seht es hier. Überall steht hier was rum und Babybettchen ist auch voll. Genau, das muss ich alles noch aufräumen. Da hinten steht noch unsere Duna, Babyschale und die Kliniktasche, alles schon bereit, dass es dann losgehen kann. Und hier spielt Lia übrigens immer. Also sie liebt dieses Zimmer genauso. Hier ist auch schon die Wickeltasche fertig, die werden wir aber nicht, noch nicht benutzen. Aber die ist auch schon fertig gepackt, Kliniktasche. Und die Duna werden wir mitnehmen ins Krankenhaus, weil bei uns ist es so, dass wir kein Besuch empfangen dürfen, aber wir dürfen raus und das dürfen wir so oft und so lange, wie wir wollen, aber nur mit Kinderwagen. Und man könnte sich da auch welche ausleihen, aber ich dachte, guck mal, wir haben den Duna. Das ist eine Babyschale fürs Auto und ein Kinderwagen in einem. Das ist doch viel praktischer, dann nehmen wir das mit. Können wir damit direkt nachher nach Hause fahren und gleichzeitig können wir eben dann raus zum Besuch sozusagen. Genau. Deswegen steht das beides hier schon fertig. Hier, wie gesagt, Chaos von Lia. Die Kliniktasche kommt gleich noch hinten in die andere Ecke. Die Wickeltasche meine ich. Und hier, diesen Bogen wollte ich noch verkaufen. Genau, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Und der nervt mich sowieso nur. Denn diese Musik ist schrecklich. Und genau, die Babybadewanne muss ich auch nochmal gucken, was ich damit mache. Auf jeden Fall muss das da auch noch in der Ecke weg, alles.
So, ich bin hier gerade bei Lia im Zimmer. Hier ist es auch einigermaßen aufgeräumt. Die Kinder haben übrigens beide neue Teppiche bekommen. Das sieht total schön aus hier im Zimmer. Und Lia hat auch noch eine neue Garderobe, die wollte ich euch nochmal zeigen. Die haben wir noch gar nicht angebracht, aber das wollten wir jetzt am Mittwoch machen. Genau, die haben wir noch hier stehen. Und ich finde die so schön, schaut mal. Die ist doch toll, oder? Ich habe mich hier für natürlich eine Schildkröte entschieden, weil Lias Motto, sage ich mal, ist ja so ein bisschen so die Schildkröte und sowas. Und dann mit so Vintage-Haken und ihrem Namen. Und ich finde, das passt so gut. Und die soll hier direkt neben den Schrank. Und ich finde, das passt richtig gut. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken? Kann man sich alles komplett aussuchen, auch ob man das Holz lieber in Natur lassen möchte oder eben in Weiß. Ich habe mich hier für Weiß entschieden, weil ja alles hier weiß ist bei Lia. Genau. Ist richtig, richtig hübsch. Ich kann mir das so gut vorstellen. Und die hat auch schon hier so Haken dran zum Ranmachen, zum Befestigen. Und wie gesagt, das machen wir dann Mittwoch jetzt, wenn Felix wieder frei hat. Dann kommt die hier an die Wand ran. Genau. Sonst hat sich hier auch gar nicht so viel getan, außer dass hier sich die Wäsche stapelt. Und ich bin übrigens im Moment nur am Putzen. Ich habe gestern, nee, vorgestern, das Schlafzimmer komplett gemacht. Habe da wirklich einmal so eine Komplettreinigung gemacht. Also ich habe alles weggeschoben, alles abgestaubt und also Nestbautrieb ist voll im Gange. Genau, und jetzt habe ich gestern, nee, vorgestern auch Felix die Hölle heiß gemacht, dass ich meine Speicherkarte eingesaugt habe mit dem Hühler. Jetzt habe ich sie gerade gefunden. Sehr gut, weil da waren noch einige Sachen drauf, die ich noch nicht runtergeholt habe. Und jetzt bin ich ganz froh, dass ich sie wieder gefunden habe. So, und jetzt gehe ich mal runter zu Lia. Die ist nämlich unten am Frühstücken gerade. Dann schauen wir mal. Ich wollte eventuell nachher noch ein Babyhaul drin. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen, ja, die ich euch noch zeigen wollte. Und es sind auch noch ein paar große Anschaffungen gekommen. Die wollte ich euch auch nochmal in den Babyhäusern zeigen. Mal gucken, ob ich das nachher schaffe, ob ich die Lust dazu habe. Weil wie gesagt, es geht mir nicht so gut. So, ich bin hier wieder im Babyzimmer, wie ihr seht. Ich habe jetzt gerade ein Video geschnitten. Und genau, das Video zur Klinikflasche habe ich jetzt fertig geschnitten, damit ich das auch schon mal erlegt habe. Und jetzt wollte ich schnell ein Babyhaul drehen für euch. Da habe ich nämlich noch ein paar Sachen, die ich noch zeigen wollte. Und danach ist erstmal wieder Pause angesagt, beziehungsweise Mittagessen. Ja, die Kleine ist unten am Spielen. Mal gucken, wie sie mich lässt mit dem Video drehen. Eben wollte sie auch die ganze Zeit nur kuscheln beim Videoschneiden. Also sie ist heute wirklich super anhänglich. Und ich habe so Magenprobleme. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Ich denke, ich werde mich nachher auch nach Mittagessen mal kurz so ein bisschen hinlegen mit Lia. Weil irgendwie sind wir beide heute nicht so auf dem Damm. Mal schauen. Genau, jetzt werde ich aber erstmal, wie gesagt, den Babyhaul drehen. Hier im Kleiderschrank. Zeigen. Hier, ganz viel Chaos. Und, nee, da oben, genau. Die Kiste hier oben, die ist noch voll mit Babysachen, die ich noch gekauft habe und sowas. Und die konnte ich jetzt noch gar nicht einräumen die ganze Zeit. Und deswegen, genau, werde ich jetzt mal den Haul drehen, damit ich das auch alles dann wegräumen kann, beziehungsweise nochmal schnell waschen kann. Und genau, dann habe ich das auch schon mal wieder abgehakt. Und dann werde ich, glaube ich, auch nochmal den Schrank durchgehen und nochmal schauen, dass ich das auch mal irgendwie alles ordnen kann. Weil hier sind so teilweise ein paar Babysachen drin und ganz viel, was aber noch zu groß ist, was da oben in die Kisten rein müsste. Aber ja, irgendwie hatten wir die Zeit noch nicht, die da runterzuholen wieder und wieder hoch und so. Genau, und da unten ist noch meine Kiste fürs Wochenbett. Da sind so alle Wochenbettsachen drin. Binden und sowas. Kann ich euch auch einmal kurz zeigen. Da habe ich so alle Binden drin, die Po-Dusche und solche Sachen. Genau, die hatten im Wickeltisch keinen Platz mehr, deswegen habe ich die da unten jetzt reingetan. Aber das wollte ich auch gern mal. Also, das nicht, die Kiste so ordentlich wie sie ist, aber ich würde den Schrank allgemein gern mal aufräumen. Dann hier auch mal so ein bisschen Ordnung schaffen wieder, damit dann hier auch mal wieder Platz ist, weil hier alles irgendwie rumsteht. Genau, jetzt drehe ich aber erstmal den Hall. So, ich muss mich hier ein bisschen ranhalten. Ich muss die Zeit nutzen, wenn Lia mich lässt. So, der Babyhall ist abgedreht. Ich sitze hier noch an der gleichen Stelle und wieder mit der vollen Kiste da. Die werde ich jetzt aber direkt wegräumen.
Lia hat mich tatsächlich alles abdrehen lassen. Ich bin voll begeistert. Ich räume jetzt hier noch mein Stativ weg. Und dann räume ich hier auf. Denn hier, wie gesagt, hier steht so viel rum, Leute. Das werde ich jetzt erstmal alles wegräumen, damit das dann auch alles wieder ordentlich ist. Irgendwie, ich habe die letzten Tage so das Gefühl, ich muss alles fertig machen. Wisst ihr, das ist so, ich fühle mich echt ein bisschen bescheuert schon, weil ich hier wirklich diesen extremen Drang habe, alles so fertig zu machen. Das Badezimmer putzen und Schlafzimmer putzen und es muss einfach alles fertig sein. Kühlschrank sauber machen, Küchenschränke neu sortieren. Total crazy Sachen, wirklich. Aber das ist eben dieser Nestbautrieb. Das hatte ich bei meiner Großen gar nicht so doll. Aber da hatte ich halt auch noch keine eigene Wohnung. Ne? Also das ist, macht einen mega Unterschied, wenn man dann seine eigene Wohnung hat. So, mit einer Hand das Stativ hier einzufahren, klappt irgendwie nicht so. So. Jetzt habe ich es gleich. Ja, also ich mache ganz komische Sachen gerade. Und irgendwie fühle ich mich langsam auch so echt so ein bisschen bekloppt. So. Jetzt werde ich erstmal die Babysachen in die Wäsche tun. Vielleicht einige Sachen müssen davon noch gewaschen werden. Und dann werde ich hier mal aufräumen. Hier seht ihr Chaos. Chaos pur. Und das geht nicht. Wenn ich jetzt überlege, heute geht's los und dann komme ich mit Baby nach Hause und es sieht hier so aus. Never. Das geht nicht. Deswegen muss ich hier einmal aufräumen. So, es ist schon mal ein bisschen leer. Ich habe Lias Spielzeug schon mal weggeräumt und so. Und ich liebe diesen neuen Teppich. Und, gerade gesehen, ich habe noch ein Paket. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Genau, das kann ich jetzt direkt mal hier im Blog einmal zeigen. Das wollte ich mir noch wegräumen. Und dachte ich, dann kann ich das ja auch nochmal kurz hier einmal zeigen. Ich finde das so niedlich. Habe ich jetzt gar nicht im Babyhall gezeigt, aber dann seht ihr das einfach hier. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das. Ist das nicht cool? Guck mal, ich liebe diesen Schnitt. Das ist ja mega süß, ey. Und diese Mütze. Oh mein Gott. Das ist so genau mein Stil, ne? Dieses Baby einfach. So einfach so Baby. Passen noch ein Pullover dazu. Richtig niedliches Set. Verlinke ich euch mal in der Infobox. Ist hierher. Die haben auch sogar ein Geschäft. Aber leider alles zu weit weg. Solche tollen Sachen sind immer alle zu weit weg. Super schade. Aber verlinke ich euch, wie gesagt, mal in der Infobox. Kommt jetzt auch in die Kiste für die zu großen Sachen, weil das ist schon 74. Aber handgemacht fertig lasse ich mir gerne immer ein bisschen größer anfertigen. Weil das passt einfach viel länger. Da haben die Kinder so ein paar Monate was voll und nicht nur ein paar Tage. Und deswegen, genau. Sowas denn lieber in etwas größer investieren, weil es ja auch nicht so günstig ist. So, das räumen wir jetzt aber wie gesagt weg und dann geht's an die Kiste da. Und was bin ich eigentlich für jemand? Ich habe euch noch gar nicht meinen Bauch gezeigt. Schaut mal. Oh, ich muss hier mal ein bisschen. Schaut mal, wie kugelig ich bin, ey. Wahnsinn, oder? Obwohl ich erst 93 cm Umfang habe und bei Lia hatte ich 96, also 3 cm könnten da noch kommen. Dann wäre ich so auf dem gleichen Stand wie Lia. Also echt total verrückt. Und da ist einfach so ein Baby drin jetzt, ne? Kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das ist so, so crazy, wirklich. Ja, so, jetzt räume ich aber wirklich die Sachen weg. Wollte ich nur einmal hier ein Update geben. Och, I love it. Ich werde diesen Bauch wirklich wieder richtig vermissen. Ich weiß das ganz genau. Und irgendwie will man, dass es losgeht, aber irgendwie will man auch, dass das Baby, dass man noch länger schwanger ist, dass man das Gefühl noch länger hat. Und diese Tritte und alles, ja. Aber dann irgendwann ist es einfach vorbei, ne? Dann ist einfach das Baby da. Freut man sich natürlich auch riesig. Also wie gesagt, ich freue mich auch mega auf die Geburt. Ich bin auch so gespannt, wie es losgeht. Also ob ich Wehen habe oder ob es wieder ein Blasensprung ist oder wo es losgeht, bin ich einkaufen oder irgendwie sowas. Also ich stelle mir schon so viele Sachen vor und ich träume schon so viele verrückte Sachen. Ja, und überlege immer ganz genau, okay, was machst du, wenn es losgeht? Wen rufst du zuerst an und was sagst du? Und dabei kommt das alles ganz spontan wahrscheinlich. So, jetzt habe ich euch mal hier. So sehe ich übrigens noch schwangerer aus, ne, wenn ich mich so hinsetze. Jetzt räume ich das hier mal eben weg und nehme dann einmal die
Kiste auseinander, um dann auch einmal zu sortieren, was jetzt in den Schrank muss und was halt eben dann erst später in den Schrank kommt. Das ist Spielzeug. Das ist 56. Das kommt jetzt in den Schrank. Das Gute bei Vinted ist ja auch, dass das alles immer eingewaschen ist und alles. So. Der ist in Größe... Soll eine 62 sein. Sieht mega, mega mini aus. Vergleichen wir mal mit einem H&M. Ja. Einfach mal kleiner als ein H&M in 56. Okay. Dann kommt der auf jeden Fall jetzt auch schon in den Schrank. Nicht, dass der nachher nicht passt. So. Dieser hier auch. Das hier muss alles aufgehängt werden. Da brauche ich übrigens nochmal neue Bügel. Ich habe gar keine Bügel mehr für den Schrank. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwie ein paar besorgen. Aber alles, was aufgehängt wird, kommt da vorne hin. So, ich würde sagen, ich mache das hier mal kurz fertig. Und dann melde ich mich nachher wieder bei euch, wenn ich die Kiste hier abgearbeitet habe. So. Wieder einigermaßen ordentlich. Die Sachen, die jetzt zu groß sind, die werde ich dann noch liegen lassen und dann werde ich fertig sein, dass er heute Abend mal die Kisten runterholt, dann können wir das direkt dann nämlich reintun. So, mein Lieben, ich habe jetzt noch einige Sachen am PC gemacht gerade und jetzt nehme ich einmal kurz eine Renni gegen Sodbrennen. Ich habe heute schon wieder mega Sodbrennen und ich habe mir vorhin auch schon mein Himbeerblättertee gemacht. Da habe ich mir jetzt hier mal so eine ganze Kanne gemacht. Das sind ja, ich glaube, 400 Milliliter oder so drin. Genau, weil ich keine große Tasse mehr hatte. Und so eine kleine, da müsste ich dann zwei von trinken. Und deswegen, genau, habe ich gedacht, mache ich direkt so eine Kanne hier. Genau, dann kann ich jetzt auch gleich schon trinken. Der ist schon abgekühlt. Lia hört hier gerade so ein bisschen Musik. Und ich werde jetzt kochen. Wir haben es nämlich auch schon 15 Uhr. Genau. Ich habe auch schon eine Küche vorbereitet. So. Ich nehme einfach mit in die Küche. Ich habe ein bisschen Wassermelonen gerade gegessen. Ich muss jetzt mal Licht anmachen. So. Und zwar gab es heute beim Einkaufen eine Reispfanne im Angebot von Iglo. Und die wollte ich mal machen. Geht schnell und einfach. Ich habe gerade hier schon in die Pfanne reingemacht, das werde ich jetzt anmachen. Und dann schauen wir mal, wie die schmeckt mit Spinat und alles. Ich bin ganz gespannt. Müssen wir was trinken, Schatz? Okay. Ja, was trinke. Ja. Bitte? Genau. Dann werde ich mir jetzt noch ein bisschen Wassermelone schneiden. Nachtisch gleich. So. Nach dem Mittagessen werde ich mich dann mal an meine Nähmaschine setzen. Kann ich noch ein bisschen was an Aufträgen abarbeiten. Alles, was ich abarbeite, ist abgearbeitet und das ist gut. Deswegen werde ich da dann nachher auch ein bisschen was machen. So, Essen ist fertig. So sieht's aus. Sieht ganz lecker aus. Riecht auch ganz gut. Ja, dasselbe. Husten? Ja. Ganz vorsichtig, ne, Schatz? Mal schauen. Ist heiß. Sollen wir nochmal pusten? Nein, nicht dich, nur ein Ei. Okay. Mama probiert das auch mal. Okay. Probiert. Nee. Probiert. Nicht spielen, genau, essen. Ich finde das lecker, Schatz. Immer fertig, nicht immer. Hier, mein Himbeerblättertee. Oh, ist ein bisschen scharf, Baby. So, wir sind fertig mit Essen. Ich habe mal wieder nur die Hälfte geschafft, aber es drückt einfach alles so nach oben.
So, meine Lieben, ich habe vorhin noch ein bisschen was genäht. Ich hatte aber nicht allzu viel Chance dazu. Ich habe aber trotzdem ein paar Bestellungen noch abgearbeitet. Das zeige ich euch dann morgen, wenn ich euch morgen wieder mitnehme. Die Kleine habe ich jetzt gerade hingelegt. Ich bin fast mit eingeschlafen, man sieht. Ich bin völlig K.O. Genau, aber jetzt noch Feierabend angesagt. Haushalt ist soweit gemacht. Und genau, jetzt geht's auf die Couch mit einem schönen leckeren Eis. Und dann, ja, bis morgen. Ich nehme euch morgen wieder mit. Und dann, genau, bis dahin.